Dagobert hat uns in seinem Lied gesungen, nun bist du da und suchst dir einen Platz bei mir. Er hat es auch aufgegriffen, genau das. Du bist da, du bist gekommen und suchst einen Platz bei mir. Du drängst dich nicht auf, aber du bist es, der mir entgegenkommt, in mein Leben hineinkommt und bei mir Platz nehmen will. Du hältst dir selbst das Wort. Gott ist sich treu. Aus seiner Initiative heraus macht er das, unabhängig von uns Menschen. Und er steht zu dem, was er versprochen hat. Und dann, wenn ich diesen Weg gehe, erklingt ein neues Lied. Entsteht etwas Neues. Dann kann ich plötzlich Worte sagen, Dinge empfinden. Ja, etwas Neues, etwas, was ich bis dahin nicht gekannt habe, nicht erkannt habe, nicht gespürt habe. Ist ja genau das, der wird inne werden, das Leben dahinter steckt. Eine andere Aussage, das Zeitliche ist nicht mehr alles. Der Tod ist nicht mehr das Ende. Und du, Gott, verlierst mich nicht aus dem Blick. Wunderbare Weihnachtsworte, die Dagobert hier aufgegriffen hat. Und dann kommt die Freude zum Ausdruck. Ein Ehre sei Gott aus der Tiefe, wo ich wohne. Dieser Satz hat mich besonders berührt. Ehre sei Gott in der Höhe, das kennen wir. Da ist Gott, da wohnt Gott. Und er ist so wunderbar und gut zu uns und so großartig und so entgegenkommend. Aber wenn ich das auch in meinem Elend oder da, wo ich in der Tiefe bin, aus meiner ganz persönlichen, privaten Situation auf einmal empfinden kann und sagen kann, auch hier raus, da, wo ich wohne, da, wo ich herkomme, da, wo ich mich gerade bewege, Gott, machst du mir Freude, machst du Weihnachten. Das ist das, was Jesus in unserem Leben verändern will und bringen will.